295 zwischen Dietzingen und Lernberg. Hier war ein Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Darin waren zwei Personen eingeschlossen, eine davon eingeklemmt. Die wurden von uns mit hydraulischen Rettungsgeräten befreit. Die Feuerwehr Dietzingen war mit vier Fahrzeugen und 23 Feuerwehren im Einsatz. Die Personen wurden im Rettungsdienst übergeben. Die Rest an der Einsatzstelle, die Aufräumarbeiten und die Abschleppfahrzeuge sowie die Straßenmeister. Die Personen waren schwer verletzt, aber beide ansprechbar, deswegen keine größere Hektik. Eine Person musste schnell gerettet werden, laut Aussagen des Rettungsdienstes. Die andere Person wurde patientengerecht gerettet, schonend, langsam, um keine Verletzungen zum Beispiel im Rücken oder so durch die Rettung hervorzuheben. Es waren zwei Rettungshubschrauber vor Ort und zwei Rettungswagen und die Polizei mit mehreren Einsatzkräften. Die Fahrzeuge werden abgestellt von einem Bergeunternehmen und die Feuerwehr packt zusammen, um wieder einsatzbereit im Sender zurückzukehren.